Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Online-Stunde mit Coach Fabian. Dankeschön. Gut, heute ist Dienstag, das heißt, wir haben heute wieder ein bisschen Functional Bodybuilding. Wir zeigen euch einmal die Übungen, die wir heute haben. Und zwar zum Workout noch kurz, wir haben 16 Minuten M-Rap. In diesen 16 Minuten, EMOM, Entschuldigung, haben wir vier verschiedene Übungen und in dieser Übung, in dieser Minute arbeiten wir für jeweils 40 Sekunden, 20 Sekunden haben wir Pause. So, unsere vier Übungen, einmal kurz zuschauen. Wir haben Single Arm Renegade Row, das heißt, ihr braucht eine Dumbbell oder eine Kettlebell, sind in der Pusher-Position, sind in Ellbogen nach hinten. Das machen wir für 40 Sekunden. Achtung, wir bleiben da auf einer Seite, wir arbeiten nur mit einem Arm. Dann geht es weiter, Übung Nummer 2, Seated Presses. Wir benutzen denselben Arm und arbeiten auch da für 40 Sekunden. Dritte Übung, die wir haben, ist ein Tall Kneeling Crush Grip Curl plus Hold. Das heißt, 20 Sekunden machen wir Curls, genau, wollen wir schön aus dem Oberkörper arbeiten, aus den Armen. Und die zweite Hälfte der Minute halten wir in dieser Position. Okay? Das ist Übung Nummer 3. Und unsere vierte Übung, auch wieder mit dem Gewicht. Wir kommen auf den Rücken. Das sind Weighted Glute Bridge Workouts. Das heißt, die Hüfte kommt nach oben und wir wandern mit unseren Füßen nach vorne, bis wir in eine volle Streckung kommen. Das sind unsere heutigen vier Übungen. Wir wollen uns gut für dieses Workout aufwärmen und zwar starten wir jetzt gleich. Wir haben einen 5 Minuten M-Rap auch noch da. Kurz einmal zuschauen für die Übungen. Wir haben 10 Wiederholungen Air Squats mit einem Sky Reach in der Bottom Position. Das heißt, wir kommen runter, Arme kommen über Kopf, wir stehen wieder auf. Davon machen wir 10 Wiederholungen. Dann geht es weiter mit 10 Wiederholungen Dead Bugs. Wir kommen auf den Rücken, unter der Rücken drückt ganz, ganz fest in den Boden. Und da wollen wir immer abwechselnd ein Arm, ein Bein strecken. Und die letzte Übung, die dritte Übung, 5 Wiederholungen Glute Bridge Workouts. Wie die Workout-Übung, nur ohne Gewicht. Okay? Das wollen wir für 5 Minuten machen. Das Ganze natürlich in einem Warm-Up-Tempo. Das heißt, arbeitet da ruhig, ein bisschen langsamer und gewissenhaft. Und wir starten schon. Mit unseren 10 Wiederholungen Air Squats with Sky Reach in der Bottom Position. Air Squat, hüftbreiter Stand, die Knie wandern nach außen. Und wenn wir unten sind, versuchen wir, die Hände über Kopf zu bringen und so lange wie möglich zu machen. Könnt ihr gerne auch nach vorne schauen. Wir wollen einen geraden Rücken haben, zusätzlich ein bisschen Mobility Drill machen. Und so sammelt jeder von euch 10 langsame Wiederholungen. Sehr gut. Wenn wir das haben, geht es weiter auf den Boden. Wir sammeln 10 Wiederholungen Deadbugs. Bei den Deadbugs, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, wichtig, unteren Rücken so fest wie es geht in den Boden drücken. Die Beine sind angewinkelt. Und jetzt wollen wir immer ganz, ganz langsam ein Arm, ein Bein in Streckung bringen. Das Ganze immer diagonal. Das heißt, linker Arm kommt nach hinten, rechtes Bein kommt in Streckung. So sammeln wir die 10 Wiederholungen. Und dann haben wir noch unsere 5 Wiederholungen Glute Bridge Workouts. Gesäß ganz fest anspannen, bring die Hüfte Richtung Decke nach oben und dann wanderst du mit deinen Füßen ganz langsam nach vorne. Vielleicht kommst du da sogar in eine ganze Streckung. Du solltest da einen guten Zug Oberschenkelrückseite sowie auch Gesäß spüren. Und das Ganze machen wir für 5 Wiederholungen. Wenn wir das haben, wieder mit unseren Air Squats weitermachen. Und so wollen wir uns für diese 5 Minuten in einem guten Tempo durchbewegen. Uns für die Workout-Übungen vorbereiten. Bei den Air Squats
Wieder schön tief kommen. Versuchen, den Oberkörper so gut wie es geht aufzurichten, so gut wie es geht lang zu machen. Zieh dich da Richtung Decke nach oben. Wieder fest den Hintern anspannen nach jeder Hüftstreckung. Genau. Bei den Deadbugs kannst du das Ganze auch ein bisschen schwerer machen, indem du die Schulterblätter abhebst vom Boden. Genau. Das heißt, du versuchst, Rippen und Schambein aneinander zu führen. So sammeln wir wieder die 10 Wiederholungen. Dann geht es wieder weiter zu den Glute Bridge Workouts. Hüfte hebt wieder ab, Hintern ist fest angespannt und die Beine wandern so weit wie möglich nach vorne. Wir haben noch 90 Sekunden. Du arbeitest wieder in deinem Tempo. Vielleicht schaffst du es jetzt auch, den Oberkörper noch mehr aufzurichten. Zieh dich in die Länge bei dieser Übung. Bei den Deadbugs wollen wir wieder so langsam wie möglich arbeiten. Die werden anstrengender, je langsamer du arbeitest. Beine bleiben immer in der Luft. Halten kurz über dem Boden, bevor wir uns wieder in der Mitte treffen. Sehr gut. Die letzten 20 Sekunden für dieses Warm-up. Solltest da bei den Glute Bridge Workouts gut deine Oberschenkelrückseite spüren, auch dein Gesäß, dass wir uns perfekt vorbereiten. Sehr gut, super. Es geht weiter, wir bleiben gleich am Boden, machen weiter mit etwas Mobility. Wir starten einmal für 30 Sekunden mit einem Wrist Stretch. Das heißt, die Handflächen kommen auf den Boden, die Fingerspitzen zeigen dabei zu unseren Knien, die Arme bleiben gestreckt und somit wollen wir einen guten Stretch in unseren Unterarmen spüren. Du kannst da versuchen, mit deinem Gesäß Richtung Fersen zurückzukommen oder auch leichte Bewegungen von rechts nach links machen, kreisende Bewegungen, alles das, was sich gut anfühlt, für 30 Sekunden. Sehr gut. Es geht weiter. Wir kommen in eine Straddle Position. Das heißt, möglichst breiter Stand. Und jetzt machen wir einen seitlichen Stretch. Das heißt, ein Arm zieht auf die gegenüberliegende Seite. Jetzt wollt ihr da einen guten Zug Oberschenkel-Innenseite spüren, sowie auch da in der seitlichen Rumpfbeuge, das heißt auch gut euren Latte eventuell stretchen, zieht euch da so weit wie möglich zur Seite. Wir bleiben da für 30 Sekunden. Macht euch so lange wie möglich. Sehr gut. Dann kommen wir auf die andere Seite. Beine bleiben in der gleichen Position und auch da nochmal so weit wie möglich strecken. Gut, langsam wieder lösen.
Der letzte Stretch, den wir haben, ist der Cat Stretch. Das heißt, wir kommen auf den Boden. Die Hände wandern jetzt so weit wie möglich nach vorne. Wir drücken aktiv unsere Fingerspitzen fest in den Boden und versuchen jetzt unsere Brustwirbelsäule Richtung Boden zu bringen. Das Gesäß bleibt dabei oben. Du kannst da für die 30 Sekunden versuchen, bei jedem Ausatmen etwas tiefer zu sinken oder auch versuchen, einmal abwechselnd rechte Seite, linke Seite mehr Richtung Boden zu bringen oder auch einfach nur halten. Wir wollen da gut unsere Schultern öffnen, unsere Overhead Mobility, Shoulder Mobility. Sehr gut. Und wir lösen uns wieder langsam. Super. Als nächstes wollen wir uns jetzt schon etwas genauer für unsere Workout-Übungen vorbereiten. Und zwar haben wir dazu 2 Runden. Schau doch noch einmal da ganz kurz zu. Wir haben 10 Wiederholungen langsame Shoulder-Taps. Das heißt, wir sind in einer Push-Up-Position, machen unsere Shoulder-Taps, die kennen wir. Das heißt, wir greifen einmal diagonal auf unsere Schulter. Und Achtung, wir wollen da immer für 2 Sekunden halten, bevor wir den Wechsel machen. Okay? Das heißt, ihr könnt gleich mit dem Fabian mit einsteigen. Wir sammeln so 10 langsame Wiederholungen. Was wollen wir dabei haben? Wir wollen eine feste Körperspannung haben. Das heißt, Hintern ist angespannt, Bauch ist angespannt. Ihr könnt gerne die Beine eine Spur weiter auseinanderstellen. Das macht das Ganze etwas einfacher. Und wir wollen immer für einen kurzen Augenblick das ganze Gewicht auf einen Arm haben. Das heißt, schaut da schön wieder eine Linie mit Schulter, Ellbogen, Handfläche. Und so sammeln wir 10 Wiederholungen, wo wir immer 2 Sekunden halten. Gut. Als nächstes geht es weiter mit unserem Gewicht. Wir sammeln 5 Wiederholungen Half Kneeling Clean and Presses. Das heißt, das Gewicht ist zwischen unseren Beinen. Wir bringen es einmal auf unsere Schulter. Denkt dabei an einen Kettlebell Swing. Bringt da die Hüfte nach vorne, spannt den Hintern fest an, sucht den kürzesten Weg und dann wollen wir das Gewicht von unserer Schulter über Kopf drücken. Dabei bleibt der Unterkörper auch wieder fest angespannt. Der Arm bleibt schön nah am Körper. Das Ganze machen wir einmal rechts, einmal links. Sollte euer Gewicht dazu schwer sein für die Presses, sammelt als erster eure Cleans und macht dann Standing Presses, nutzt dabei beide Hände, beide Arme. Sehr gut. Und die letzte Übung, die wir haben, wir schnappen uns jetzt unser Gewicht, kommen in eine kniende Position, genau, und machen jetzt Half Curls, das heißt, wir machen einen Bizeps Curl, wir halten in der Mitte für 2 Sekunden, okay, bevor die Arme wieder in eine Streckung runterkommen. Die Ellbogen bleiben dabei so nah wie möglich am Körper, arbeitet da wirklich nur aus euren Armen. Wir stoppen bei der Hälfte und halten dann für 2 Sekunden. Das wird dann auch ein Teil unserer Workout-Übung sein. Zur Erinnerung, in den ersten 20 Sekunden sammeln wir da volle Curls und in den zweiten 20 Sekunden wollen wir dann halten. Gut, wenn wir das haben, machen wir noch eine zweite Runde. Wieder mit unseren 10 Wiederholungen langsamen Shoulder Taps. Wieder 2 Sekunden halten pro Seite. Solltet ihr gut merken, wie der Core arbeiten muss, wie auch die Schultern da arbeiten müssen. Gut atmen bei dieser Übung. Versucht auch, dass die Hüfte so gerade wie möglich bleibt, dass wir nicht zu viel ausweichen müssen. Wenn wir das haben, geht es wieder an das Gewicht. Wir sammeln nochmal 5 Wiederholungen Clean and Press. Wenn ihr euch da nicht ganz sicher seid, auch kurz einen Blick zum Fabian. Wird jetzt auch ein guter Indikator sein. Für unsere Workout-Übung, da haben wir dann auch Seated Press. Das heißt, wenn es jetzt schon zu schwer ist, das Gewicht, überlegt, eventuell das Gewicht anzupassen oder vielleicht dann auch, wir gehen es dann später noch einmal durch, die Übung dann anzupassen.
Gut. Und wenn wir das haben, sammeln wir noch 5 Wiederholungen mit unserem Crush Grip. Wir machen einen Half Curl und halten immer 2 Sekunden in der Hälfte. Gut. Es geht weiter mit unserer Mini-Runde. Jetzt kommen schon unsere Workout-Übungen. Und zwar starten wir mit 4 Wiederholungen Single Arm Renegade Row. Jetzt machen wir das Ganze abwechselnd. Das heißt, wir sammeln zuerst 4 Wiederholungen auf der rechten Seite, 4 Wiederholungen auf der linken Seite. Kurzer Blick zum Fabian. Wir sind in einer schönen Push-Up-Position. Und jetzt zieht ihr euren Ellbogen Richtung Decke nach oben. Wir wollen dabei wieder eine schöne Form beibehalten, der Ellbogen, der Arm bleibt so nah wie möglich am Körper, zieht das Gewicht Richtung Bauchnabel nach hinten und so sammeln wir 4 Wiederholungen rechts, 4 Wiederholungen links. Dann geht es weiter, 4 Wiederholungen Seated Presses. Wir sitzen am Boden, die Beine sind gestreckt vor euch oder wenn das nicht ganz möglich ist, auch in einem Schneidersitz oder die Beine angewinkelt. Und so bringen wir das Gewicht 4-mal über Kopf. Merkst jetzt vielleicht auch da schon, ob es zu schwer wird für das Workout. Und wenn wir das haben, haben wir unsere Crush Grip Curl. Wir machen einen Curl und halten dann für 4 Atemzüge in unserer Top Position, okay? Genau. Die Arme bleiben wieder so nah wie möglich am Körper, machen wieder einen Curl, halten für 4 volle Atemzüge. So sammeln wir wieder 4 Wiederholungen. Und zum Abschluss noch unsere Weighted Glute Bridge Workout. Das Gewicht ist jetzt auf unserer Hüfte. Hüfte kommt wieder nach oben, Hintern bleibt fest angespannt und die Füße wandern wieder nach vorne, so wie wir es im Warm-up gemacht haben, jetzt mit dem Zusatzgewicht. 2 Wiederholungen. Sehr gut, das war unsere Mini-Runde. Noch in Ruhe fertig machen zu Hause, dann gibt es 2 Minuten Verschnaufpause, bevor wir starten. Jetzt noch einmal alles vorbereiten für das Workout. Noch einen Schluck trinken, Pipi-Pause machen. Wir gehen gemeinsam noch einmal das Workout durch mit euch. Und zwar haben wir jetzt gleich ein 16 Minuten EMOM. In diesem EMOM arbeiten wir immer für 40 Sekunden. 20 Sekunden gibt es Pause, bis die nächste Übung kommt. In der ersten Minute sammeln wir Single Arm Renegade Rows. Wir starten da mit der rechten Seite und ihr bleibt auch auf dieser Seite, okay? Fabian demonstriert es euch noch einmal. Genau, wir wollen da meinen Ellbogen so weit wie möglich nach hinten ziehen, ohne da unsere Core-Spannung zu verlieren. Das ist unsere erste Übung, Übung Nummer 2, Seated Presses. Genau, das Gewicht bleibt auf derselben Seite und wir sammeln auch so wieder 40 Sekunden, so viele Wiederholungen wie möglich. Dann geht es weiter. Wir kommen in einen Tall Kneeling Stand. Hände sind wieder an beiden Köpfen der Dumbbell. Jetzt machen wir immer ganze Curls für 20 Sekunden. Das heißt, die Arme kommen einmal in eine Streckung, Gewicht kommt einmal zur Brust nach oben und die zweiten 20 Sekunden wollen wir wieder nur in dieser Position halten, okay? Die Ellbogen drücken dabei so fest wie möglich gegen den Oberkörper. Und die vierte Übung, die letzte Übung, sind dann die Weighted Glute Bridge Workouts. Das Gewicht ist dann wieder auf der Hüfte. Wir wandern nach vorne, bestmöglich in eine ganze Streckung kommen. Genau. Und dann wieder langsam retour wandern. Das sind unsere 4 Übungen. 4 Runden haben wir insgesamt. Das Score für das heutige Workout wäre die Runde mit den wenigsten Wiederholungen. Das heißt, wenn ihr das Ganze dann in SugarWatt eintragen wollt, schreibt am besten eure Wiederholungsanzahl von Übung und Runde mit, dass ihr dann wisst, wie viele Wiederholungen ihr pro Runde gemacht habt. Gut. So, ich stelle uns jetzt noch die Uhr ein.
dann zu Hause ready machen, Fabian ready machen. Wenn ihr euch einmal nicht ganz sicher seid, wie die Übung ausschauen soll, einfach Blick zum Fabian, der wird das Ganze mit euch mitturnen. Gut, Leute, wir starten in 10 Sekunden mit unserem Workout, mit unserer ersten Übung, mit dem Single Arm Renegade Rows. Und los geht's. Wie gesagt, wir wollen immer für 40 Sekunden arbeiten. Und das Ziel dieses Workouts ist die Wiederholungsanzahl von Runde zu Runde beizubehalten. Das heißt, jetzt gleich gerne mitzählen. Für diese 40 Sekunden, wir bleiben jetzt auf einer Seite, wir arbeiten nur mit einem Arm. Zieht den Ellbogen schön nach hinten, bringt die Dumbbell Richtung Bauchnabel. Wir haben es gleich wieder geschafft. Es gibt gleich eine Pause, die letzten 5 Sekunden. Und rest. Sehr gut. 20 Sekunden Pause, dann geht es weiter mit den Seated Presses. Wenn das Gewicht dazu schwer wird, können Sie das Ganze mit beiden Armen machen, beiden Händen machen oder sonst auch im Stehen Push Presses. Gut, wir machen uns ready. Es geht weiter in 2, 1 und los geht's. Auch da, die Dumbbell kommt immer wieder ganz zur Schulter runter. Wir berühren die Schulter und Arm kommt über Kopf in ein schönes Lockout. Wir arbeiten da mit demselben Arm, mit dem wir auch die Renegade Rows gemacht haben. Für die letzten 12 Sekunden, danach gibt es wieder eine Verschnaufpause, sammelt dann noch die letzten Wiederholungen. 3, 2, 1 und geschafft, super. Das war Minute 2. Jetzt geht es weiter mit unseren Curls. Das heißt, wir kommen wieder in eine kniende Position. Wir machen uns ready. Achtung, die ersten 20 Sekunden sammeln wir jetzt nur Curls. Und los geht's. Die Oberarme sind ganz, ganz fest am Körper. Hintern ist fest angespannt. Wir kommen immer in eine ganze Streckung mit unseren Armen, bevor wir das Gewicht wieder Richtung Brust bringen. Für die letzten 5 Sekunden. Und Achtung, wir kommen zur Mitte runter und halten. Da jetzt durchpassen, das wird relativ knackig. Test deine Ellbogen gegen den Oberkörper. Halte das Gewicht in der Waagrechten für die letzten 5 Sekunden. Und 2, 1 und Pause. Sehr brav. Unsere Arme bekommen jetzt eine Pause. Ihr Gewicht kommt auf die Hüfte. Und wir kommen zu unseren Glute Bridge Walkouts. Und los geht's. Die Hüfte hebt ab vom Boden. Wollen dabei fest unseren Hintern anspannen. Nach jeder Wiederholung kommt die Hüfte dann wieder Richtung Boden. Und dann wandern wir wieder in kleinen Schritten nach vorne. Letzten 10 Sekunden für diese Übung. Und relax. Sehr brav. Das war Runde Nummer 1. Es folgen noch 3 weitere. Wir machen uns wieder ready für die Renegade Rows. Achtung, jetzt machen wir einen Armwechsel. Das heißt, wenn ihr rechts angefangen habt, geht es jetzt weiter mit links. Und los geht's. Wir sind wieder in einer schönen Push-Up-Position. Wollen da wieder das Gewicht an unseren Körper ziehen. Ellbogen wandert dabei Richtung Decke. Halbzeit schon geschafft. Und die letzten 10 Sekunden. Noch durchbeißen. Und die letzten 5, 4, 3, 2,
Eins und rest. Seated presses, auch da der Armwechsel und los geht's. Wieder gut atmen, richte den Oberkörper schön auf. 20 Sekunden noch. Sehr gut, die letzten 10 Sekunden, hol dir noch die letzten Wiederholungen. Bleib schön dran und 3, 2, 1 und Pause. Super, Arme kurz auslockern, dann wieder ready machen für unsere Curls. Hände kommen wieder auf. Enden der Dumbbell, beide Köpfe und los geht's. Mit 20 Sekunden wieder volle Wiederholungen. Holt euch da den Pump. Der Bizeps wächst beim Fabian. Sehr gut. Achtung, wir halten wieder. Wir kontrollieren, ob Ellbogen und Handfläche wieder eine Linie sind. Dann das Gewicht so gut wie es geht halten für die letzten 6 Sekunden. Schön weiteratmen und du kriegst gleich wieder eine Pause in 2, 1 und relax. Gut gemacht, super. Kommen auch schon wieder zu unserer letzten Übung. Aus der Runde Nummer 2, von der Runde Nummer 2. Glute Bridge Walkouts. Ready machen. Und los geht's. Super, letzten 15 Sekunden. Noch einmal durchbeißen, Hintern fest zusammenzwicken, letzten 3, 2, 1 und geschafft. Gut, Leute, das war unsere zweite Runde. Die Hälfte ist geschafft. Wir machen wieder einen Armwechsel und starten gleich in unsere dritte Runde mit unseren Renegade Rolls. Ready machen und los geht's. Versuch wieder deine Wiederholungsanzahl zu erreichen. Versuch in den 40 Sekunden so wenig Pause wie möglich zu machen. Aber trotzdem gerne kurz die Dumbbell ablegen, wenn du merkst, die Form bricht. Wir haben es aber gleich wieder geschafft, die letzten 3 Sekunden. Und relax. Sehr gut. Eine Pause für unseren Pull. Es geht weiter mit dem Push. Beine kommen wieder nach vorne. Wir machen uns ready für unsere Seated Presses. In 3, 2, 1 und los geht's. Bringen wieder das Gewicht entschlossen über Kopf. Dumbbell berührt unsere Schulter, ehe sie wieder nach oben kommt. Auch da vielleicht eine kurze Pause einlegen. Die kann auch gerne beim Press über Kopf sein. Einen Atemzug. Die letzten 10 Sekunden. Beißt wieder durch und 3, 2,
Eins und geschafft. Ready machen für die Curls. Knie in der Position, Hintern ist angespannt und los geht's. Volle Wiederholungen sammeln für die letzten 5 Sekunden. 2, 1 und wir halten wieder. Press deine Hände ganz, ganz fest an das Gewicht. Geh sicher, dass deine Ellbogen fest am Oberkörper kleben für die letzten 5 Sekunden. 3, 2, 1 und geschafft. Sehr gut. Letzte Übung. Wir schnappen uns wieder das Gewicht. Und es geht los mit dem Workout. Solltest du da merken, das fängt zum Krampfen an, mach einfach weiter mit Glute Bridges. Wichtig ist, den Hintern da fest anzuspannen, nicht nur nach oben zu strecken, sondern auch wirklich fest zusammenzwicken. Gleich wieder geschafft, 10 Sekunden noch auf der Uhr. Hol dir noch die letzten Reps. 5, 4, 3, 2, 1 und geschafft. Gut, wir starten in unsere letzte Runde. Renegade Rose. Ein letztes Mal der Armwechsel. Und geschafft. Seated Presses. Schnapp dir noch die letzten Wiederholungen. Ready machen. Und los geht's. Da jetzt gut durchbeißen. Mach die letzte Runde zu deiner besten Runde. Immer wieder kurze Pause über Kopf machen, Atemzug, dann geht's weiter. Sehr gut, wir haben es gleich geschafft, die letzten 10 Sekunden nicht mehr locker lassen. Und 5, 4, 3, 2, 1 und relax. Sehr gut. Super. Ein letztes Mal noch unsere Curls. Hol dir noch den Finisher Pump. Und los geht's. Nochmal für 20 Sekunden so viele Curls wie möglich. Arbeite möglichst ohne Schwung. Nur aus der Kraft der Arme. Für die letzten 3, 2, 1 und wir halten noch einmal. Jetzt gut durchbeißen, gut weiteratmen, Hintern anspannen, Gewicht so klein wie möglich zusammenpressen, Ellbogen am Körper lassen, Brust raus, letzten 5 Sekunden. 3, 2,
Eins und geschafft. Sehr gut. Letzte Übung für heute. Und los geht's. Letzten Sekunden. Nochmal Booty Pump holen. Hintern maximal anspannen. Press deine Fersen in den Boden, komm so weit wie möglich nach vorne in Streckung, letzten 10 Sekunden. Und 5, 4, 3, 2, 1 und geschafft. Sehr gut, Fabian, sehr gut zu Hause. Ich glaube, das war wieder ein cooles, cooles Workout. Vielleicht fühlt ihr den Pump schon. Ja, sehr gut. Wie gesagt, schreibt uns gerne euren Score in SugarWatt ein. Das wäre jetzt einmal das Gewicht, mit welchem Gewicht habt ihr gearbeitet und die Wiederholungsanzahl. Der Score wäre heute die schlechteste Runde, das heißt die Runde mit den wenigsten Wiederholungen. Ansonsten hoffen wir, es hat euch Spaß gemacht, ihr seid gut ins Schwitzen gekommen. Vielen Dank fürs Mitmachen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute, Bussi Baba!